Wie digitale Partizipation konkret in der kommunalen Jugendarbeit funktionieren kann, zeigt die Webvideoreihe von Jugendbeteiligen jetzt. In mehreren Folgen kommen Fachkräfte zu Wort, um mit ihnen zentrale Probleme und Stolpersteine in digitalen Jugendbeteiligungsprozessen aus dem Weg zu räumen. Heute: Wie können Jugendliche motiviert werden, sich zu beteiligen? Unsere Fachleute der digitalen Jugendbeteiligung zeigen ihnen Wege auf, wie das möglich ist. Das ist Katharina Blum. Sie arbeitet für die Beteiligungswerkstatt des Landesjugendrings Mecklenburg-Vorpommern beim Jugendmedienverband des Landes. Katharina gehört zum Trainingsteam der Moderationsausbildung für Kinder- und Jugendbeteiligung in Mecklenburg-Vorpommern und hat dafür das Wahlmodul zu digitaler Jugendbeteiligung entwickelt. Ihre Empfehlung für die digitale Jugendbeteiligung? Auch digitale Methoden brauchen Planungs-, Durchführungs- und Betreuungszeit. Sie empfiehlt als Kommunikations- und Werbetool ganz besonders Instagram. Fürs Ideensammeln und Abstimmen heißt ihre Empfehlung Treesider. Für Katharina ist das absolute No-Go, Jugendlichen vorzuwerfen, nicht mitzumachen, obwohl es ja jetzt online viel einfacher ginge. Das ist Julia Bär. Sie ist medienpädagogische Referentin beim Institut Jugend, Film, Fernsehen Berlin-Brandenburg. Julia hat mehrere Jahre im Projekt JUMP, Jugendmedienpartizipation des Haus Neuland e.V. in Bielefeld gearbeitet. Ein wesentlicher Aspekt bei Jugendbeteiligungsprojekten ist für sie Offenheit, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Offenheit gegenüber Jugendlichen, dem Projektverlauf und digitalen Medien. Für Julia geht es gar nicht, wenn Jugendlichen vorgegaukelt wird, sie können sich beteiligen und am Ende landen die Ergebnisse ihres Beteiligungsprojekts in der Schublade eines Entscheiders in der Verwaltung. Sie möchten ein Projekt starten, um Jugendbeteiligung in ihrer Stadt oder Gemeinde zu etablieren? Doch was könnte Jugendliche interessieren, um sie für das Projekt zu gewinnen? Digitale Medien können helfen, herauszufinden, welche Themen Jugendliche beschäftigen. Wie können digitale Medien helfen, herauszufinden, welche Themen Jugendliche beschäftigen? Zum einen können Sie als Fachkraft auch aktiv in sozialen Netzwerken sein, sehen, welche Themen geklickt werden, wo kommentiert wird und was rundherum gepostet wird. Das könnte ein guter Indiz sein, auch was Jugendliche interessiert oder weil es grundsätzlich an Themen einfach gerade an der Oberfläche ist. Wenn Sie Jugendliche treffen, mit ihnen Aktionen machen und die auch dann ihr Handy zücken, drauf gucken, Spiele spielen oder mit Freundinnen und Freunden, die nicht da sind, chatten, lohnt es sich dort zu fragen, was spielst du, was interessiert dich, was beschäftigt dich gerade? Ich erlebe das, wenn ich mich mit Jugendlichen treffe und wir gemeinsam Aktionen machen, dass das ein guter Anhaltspunkt ist, um ins Gespräch zu kommen. Das Ganze sollte natürlich mit wirklichem Interesse passieren und nicht kein kontrollierendes, was machst du da eigentlich sein. Wenn sie Angebote machen und Jugendliche davon erfahren sollen, gibt es verschiedene Wege. Nutzen Sie auch da digitale Medien, um Kontakt zu Jugendlichen zu halten, denn auch digitale Beteiligung ist Beziehungsarbeit. Wenn Sie schon wissen, mit welcher Jugendgruppe Sie arbeiten, Sie ein Beteiligungsprojekt machen, aber das Thema noch fehlt, dann sind digitale Medien auch in einem analogen Setting keine schlechte Idee, um Themen zu sammeln, also um erstmal ein Brainstorming zu machen. Ich empfehle hier Padlet, das ist eine digitale Pinnwand, die können Sie unter Ihrem Account erstellen und dann den Jugendlichen, die nicht angemeldet sein müssen, bei dieser Anwendung, zum Beispiel über ein Passwort, haben die dann einen Zugriff auf diese Pinnwand und können mit ihrem Smartphone dort ihre Notizen, ihre Ideen anpinnen. Das Ziel ist es, dass dieses Padlet oder die Idee dahinter ist, dass es auch danach noch zur Verfügung steht und dass sie vielleicht auch diejenigen erreichen, die bei diesem ersten Treffen nicht dabei sein können. Dass Jugendliche, wenn sie weitere Ideen haben, auch nach diesem Treffen noch die Möglichkeit haben, die hier zu ergänzen und sie eben das Tool oder die konkrete Pinnwand, die sie mit den Jugendlichen erstellt haben, dass die also weiter wächst im Verlauf des Projekts oder immer wieder herangezogen werden kann. Sich persönlich mit Jugendlichen zu ihren Interessen austauschen und in sozialen Netzwerken die Augen danach offen halten, das ist also ein guter Weg, um ansprechende Projektideen zu entwickeln. Wie bekommen Sie es hin, dass Jugendliche nun auch von Ihren Angeboten erfahren, sodass sie sich beteiligen können? Am besten ist es natürlich, wenn Sie Ihr Angebot gar nicht erst alleine am Schreibtisch entwerfen, sondern Aktionen und auch Beteiligungsprojekte gemeinsam mit Jugendlichen planen. Dann ist die Chance höher, dass Sie genau die Themen treffen, die Jugendlichen auch gerade interessieren, dass die Jugendlichen Bock darauf haben, dass Sie es weitererzählen, dass Sie die Werbung teilen,
dass sie Freundinnen und Freunde mitbringen und natürlich auch ist die Chance dann höher, dass sie selber auch daran teilhaben und Spaß dabei. Um ihr Projekt unter die Leute, also unter die Jugendlichen zu bringen, sollten sie auf jeden Fall verschiedene Wege nutzen. Digital ist natürlich ein ganz wichtiger Weg, aber nicht der einzige. Also auch die klassische Werbung über Plakate, über Flyer, auch die sind ein wichtiger Weg. Wichtig ist aber hier, dass natürlich die Werbung, die analog gemacht wird, oder vielleicht auch geben sie die in Klassen, das ist auch immer ein guter Weg, also Lehrer zu nutzen, Schulen zu nutzen, weil dort eben die Jugendlichen auch sind. Aber dass diese Werbung, die sie dort verteilen, einen Wiedererkennungswert hat. Das heißt, das, was sie vielleicht über die Kanäle der Jugendlichen schicken, das wäre das Zweite, was ein wichtiger Weg ist, um ihr Projekt bekannt zu machen, die Kanäle der Jugendlichen zu nutzen, zum Beispiel Instagram. Und hier sollte die Werbung dafür für ihr Projekt natürlich ähnlich aussehen wie das, was Sie vielleicht dann von einem Flyer kennen oder auf einem Plakat gesehen haben. Also hier muss schon eine Abstimmung passieren, dass die Jugendlichen das Projekt auch wiedererkennen. Ich finde, heutzutage ist es total wichtig, sowohl analoge als auch digitale Werbung zu betreiben. Sie sollten findbar sein auf einer Website, wo Ihre Angebote zusammenlaufen. Und auch lohnt es sich, präsent zu sein in den sozialen Netzwerken, die die Jugendlichen gerade nutzen. Und auch dort macht es Sinn, eben genau die Angebote zu teilen und Werbung dafür zu machen. Wenn Sie dort aktiv sind, zum Beispiel bei Instagram, dann verwenden Sie gute Bilder und auch ausführlichere Textbeschreibungen. Nutzen Sie die richtigen Hashtags, dann werden die Angebote und die Bilder auch geteilt. Jugendliche verbreiten das, kommentieren darunter, machen Screenshots. Und so erhöht sich die Chance, dass auch andere Jugendliche davon erfahren und dass das attraktive Angebot auch sichtbar wird. Wenn Sie Jugendliche kennen, versuchen Sie es darüber zu streuen und dass Sie es weiter streuen. Aber genauso nutzen Sie Erwachsene, die guten Kontakt zu Jugendlichen haben. Das können die Lehrer, die ich vorhin schon erwähnt habe, sein, genauso wie Jugendpfleger, Sozialarbeiter, also Personen, die in einem engen Verhältnis, vielleicht auch schon in einem Vertrauensverhältnis zu den Jugendlichen stehen und nur die Jugendlichen wissen, hey, wenn der uns das erzählt, dann ist es bestimmt auch eine gute Sache. Man muss sich also Zeit nehmen und Arbeit investieren, wenn es darum geht, Jugendliche zu erreichen. Sie selbst kann man durchaus als Netzwerker mit ins Boot holen. Welche digitalen Medien können helfen, Jugendliche zu erreichen und sie zur Beteiligung zu motivieren? Worauf sollten Sie dabei achten? Was wir schon wissen ist, dass Facebook für die allermeisten 14- bis 18-Jährigen nicht mehr das Netzwerk Nummer 1 ist und dass sich Jugendliche heute sehr bild- und videobasiert umschauen. YouTube und Instagram funktionieren dabei total gut. Wichtig finde ich für soziale Netzwerke, das sind keine reinen Werbeplattformen, das wird nicht funktionieren. Auf den Algorithmus haben wir keinen Einfluss, aber die sozialen Netzwerke sind auf Interaktion angelegt. Das heißt, wenn ich immer nur poste, wenn ich gerade ein Angebot zu machen habe, werde ich wenig gefunden. Was ich brauche, ist Interaktion. Das heißt, auch ich sollte mich mit anderen Fachkräften, mit anderen Angeboten vernetzen und über auch Content produzieren, der nicht nur reine Werbung ist, sondern auch einen Mehrwert für meine Follower bildet. Was Instagram ja auch bietet, um mal bei dem sozialen Netzwerk zu bleiben, neben der Feed-Funktion, wo ich Bilder poste, gute Textbeschreibungen machen kann und Hashtags verwende, ist die Story-Funktion. Die Story ermöglicht mir, Live-Berichterstattung zu machen oder auch mal Dinge zu posten, die spontan erfolgen können, wenn ich vielleicht gerade eine Werbung oder ein Angebot im Feed oben halten will. So kann ich genau nahbarer sein, ich kann direkt in die Kamera sprechen und Dinge produzieren. Unsere Expertinnen sind sich einig, dass es wichtig ist, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben, wenn man Jugendliche für Beteiligungsprozesse gewinnen möchte. Nutzen Sie dabei digitale und analoge Wege der Ansprache. Gerade wenn es um die Nutzung digitaler Kommunikationskanäle geht, tauchen bei Fachkräften immer wieder Fragezeichen auf. Möchte ich mein Handy für die Kommunikation mit den Jugendlichen nutzen? Ist WhatsApp die richtige Wahl, um mit Jugendlichen in Kontakt zu bleiben? Die nächste Folge beschäftigt sich mit genau diesen Fragen. Sie haben den Überblick verloren? Mit der interaktiven Navigation klicken Sie sich schnell zum Thema Ihrer Wahl mit den passenden Antworten auf Ihre Fragen. Noch nicht genug Infos? Auf der Webseite jugend.beteiligen.jetzt finden Sie weiteres umfangreiches Material für Ihre praktische Arbeit.